HTML und CSS. HTML-Elemente. Im Beispiel haben Sie bereits die für HTML typischen Zeichen mit den spitzen Klammern gesehen. Man nennt sie Tags. HTML-Elemente bestehen meist, aber nicht immer aus zwei Tags, einem öffnenden und einem schließenden. In unserem Beispiel ist HTML Zeile 1 ein öffnendes Tag. Und HTML mit dem Schrägstrich ein schließendes Tag, Zeile 6. Das, was zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag steht, ist der Inhalt des HTML-Elements. Mit HTML und Schrägstrich HTML sagen wir also dem Browser, dass dazwischen das HTML unserer Webseite steht. Das zweite Tag ist das Body Tag. Es besagt, dass alles zwischen dem öffnenden Body Tag und dem schließenden Body Tag im Hauptbereich des Browsers angezeigt werden soll. Attribute. Mit Attributen werden zusätzliche Informationen zu einem Element angegeben. Sie stehen im öffnenden Tag des Elements und beinhalten einen Namen und einen Wert. Als Beispiel schauen wir uns das HTML-Element für einen Link an. Es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Elemente. Ja, was wäre das Internet ohne Links? Das abgebildete A-Element enthält ein href-Attribut, kurz für Hypertext-Referenz. Mit dem Wert http:// der Sender.org als Webseite. Der Browser weiß damit, dass er den folgenden Link anzeigen muss. Link zu der Webseite der Sender.org. Die Webseite sieht jetzt so aus.